Core 2021 Card Collector Booster. 15 Card Collector Booster, um das zu sein. Gucken wir uns mal dieses wunderschöne Buch an. Ich mag das ja. Auch wenn viele Leute es echt hart verteufeln und als eins der schlechtesten darstellen. Ich mag das. Was? Ich bin verwirrt. Ich mag das. Ja, wir haben den Soldier Token, der auch gleichzeitig ein Cat Token ist. Dann haben wir einen Alpine Watchdog. Summoner 2-2 mit Wachsamkeit. Das Artwork ist wunderschön. Eine Ebene. Ist eine Ebene. Alchemists Gift. Ein schwarzes Mana, eine Kreatur kriegt +1/+1 und entweder Death Touch oder Lifelink bis zumindest zu. Okay, nicht schlecht. Das ist instant. Short Sword. Ein Mana gibt +1/+1 und einmal das Ausrüsten. Hellkite Punisher. 7 Mana, 6-6 fliegend und für ein rotes kriegt der +1/+0. Okay. Malvice Scythe. 2 Mana Ausrüstung, die mit einem Soul Counter ins Spiel kommt. Und immer wenn eine ausgerüstete Kreatur stirbt, kriegt die noch einen Soul-Counter. Und die kriegt ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für den Soul-Counter da drauf und einmal zum Ausrüsten. Stimmt. Hier waren die Planeswalker Länder drin. Hübsch. Tempel. Tempel of Ephania. Ich kann die Tempel nicht mehr sehen. Kommt getappt ins Spiel. Scry 1. Tappen für ein rotes oder blaues. Oh mein Gott. Grim Tutor Foil. Nice. Zwei schwarze, ein weiß, ein weißes, ein farbloses. Man durchsucht sein Deck nach irgendeiner Karte, nimmt sie auf die Hand, verliert 3 Leben. Oh mein Gott. Richtig hübsch. Temple of Melody. Ich kann die Tempel nicht mehr sehen. Komm, getappt, Spiel ist Crimes, schwarz oder grün. Buzzeries Acolyte. Das sieht faded aus. 4 Mana 2-3 Lifelink. Wenn der Spieler kommt, legen wir die +1/+1 Marke auf bis zu 2 andere Kreaturen, die man kontrolliert. Okay. Basri's Solidarity. 2 Mana, wir legen eine +1/+1 Mark auf jede Kreatur, die wir kontrollieren. Okay. Chandra, Heart of Fire. 5 Mana und wir haben 5 Marken, Planeswalker. +1, wir werfen unsere Hand ab, exilieren die obersten 3 Karten unseres Decks. Wir können die bis zum Ende des Zuges spielen. +1, wir fügen 2 Schaden an eine Kreatur zu. Und -9, wir suchen unseren Friedhof und unsere Bibliothek nach irgendeiner Anzahl an roten Instant- und Sorceries-Karten, exilen die, schaffen unser Deck und kann man die dann casten und man kriegt 6 Mana. Not bad. Und noch eine Buzzery Solidarity. Und, oh mein Gott, ein Simulacrum in Foil. Alternatives Artwork. 4 Mana, 2-2, wenn das Spiel verkommt, legen wir einen Standardland getappt ins Spiel und wenn es stirbt, ziehen wir eine Karte. Ja, das war doch ganz nett. Das war ganz nett. Das finde ich ganz nett. Also gerade der Grim Tutor ist für mich so eine richtig heilige Karte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Nabilexit. Ciao, ciao.